Hallo und herzlich willkommen zum REST Web Services Screencast. Ich bin Marco Hippler von Predicate. Ich beginne diesen Screencast, indem ich einen REST Web Service über eine URL aufrufe. Diese REST-Ressource ist realisiert mit SQL REST. SQL REST ist ein Open Source Gateway, das eine Datenbank in Form von REST-Ressourcen zugänglich macht. Mit SQL REST können Daten abgerufen, verändert, gelöscht werden. Wir sehen jetzt hier ein XML-Dokument, das auf vier weitere Ressourcen verweist: auf Kunden, Produkte, Rechnungen und Waren. Ich entscheide mich für Rechnungen, indem ich den eingebetteten Link verfolge. Den Link kopiere ich und fordere ihn über die Adresszeile des Browsers an. Und schon bekomme ich ein weiteres XML-Dokument mit einer Liste aller Rechnungen. Ich entscheide mich für die Rechnung Nummer 7. Wieder kopiere ich eine URL aus dem XML-Dokument und rufe sie über die Adresszeile ab. Dieses Mal bekomme ich keine Liste, sondern eine einzelne Rechnung. Die Rechnung enthält Daten über die Waren. Neben der ID des Kunden, der die Ware bestellt hat, bekomme ich auch einen Link, über den ich zum Kunden gelange. Wieder verfolge ich die URL und bekomme die Daten des Kunden angezeigt. Im Gegensatz zu einem Soap-Webservice verdient dieser REST-Service die Bezeichnung Webservice. Die einzelnen Ressourcen, wie zum Beispiel Rechnungen oder Kunden, sind über ein Web von Links miteinander verknüpft. Bisher habe ich schon Daten über die HTTP-GET-Methode abgerufen. In der Praxis geschieht dies natürlich nicht über den Browser, sondern ein Client-Programm kommuniziert mit einer REST-Ressource. Für das Experimentieren mit REST haben wir ein Gateway entwickelt, mit dem man auch HTTP-Post- und Put-Abfragen über einen Browser an eine Ressource schicken kann. Mehr zu dem REST-Gateway sehen Sie in einem weiteren Screencast.